Was ändert sich in Bezug auf die Fußballregeln zur neuen Saison? Zunächst einmal darf ich alle Fans beruhigen. Es sind nur kleinere Änderungen und die betreffen hauptsächlich das Handspiel. Hier heißt es, weniger ist mehr. Wir gehen von mehreren Kriterien zurück auf ein wesentliches Kriterium, das da heißt Absicht. Man sieht hier einen Verteidiger, der dem Ball entgegenspringt und ihn mit dem Arm aufhält. Es ist aber unerheblich, dass der Abstand zum Stürmer kurz ist. Entscheidend ist die Intention des Verteidigers. Er versucht den Ball, der sonst aufs Tor gegangen wäre, aufzuhalten und deshalb aufgrund dieser Absicht ist dieses Handspiel strafbar. Eine völlig andere Voraussetzung. Zuvor versucht sein Verteidigerkollege den Ball ins Mittelfeld zu schlagen. Der Ball kommt überraschend auf ihn und trifft ihn am Arm an der Hand. Da ist die Intention, den Ball aufhalten zu wollen, der vielleicht sonst aufs Tor oder als Flanke gedacht war, nicht gegeben. Hier ist es eine Aktion, die eher zufällig zustande kommt, ohne die Absicht des Spielers, den Ball durch eine vergrößerte Abwehrfläche aufzuhalten. Deshalb in diesem Fall völlig berechtigt weiterspielen lassen. Hier ist nicht unbedingt die Frage der Absicht im Vordergrund, dies ist, denke ich, klar. Sondern hier geht es darum, trifft der Ball den Arm auch im strafbaren Bereich. Und diese Grenze wurde explizit mit dem Begriff Achselhöhle auch in der deutschen Übersetzung jetzt festgelegt. Sprich, wenn Sie eine Spielführerbinde haben und die nach oben schieben, bis sie unter der Achselhöhle angekommen ist und der Ball trifft diese Spielführerbinde, dann sind Sie noch im strafbaren Bereich. Der Bereich T-Shirt-Linie ist eine Bezeichnung, die fehl am Platze ist, irritiert, die schlichtweg regeltechnisch falsch ist. Hier dringt der Spieler aus Fürth mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ein. Er kommt zu Fall, er fällt mit der Hand auf den Ball. Mit Sicherheit kein absichtliches und damit auch kein strafbares Handspiel. Jedoch erzielt er unmittelbar danach ein Tor. Und deshalb zählt dieses Tor nicht. Unmittelbar trifft nur auf den Spieler zu, der dieses Handspiel begeht. Auch wenn es ein eigentlich nicht strafbares Handspiel ist, ist es im Zusammenhang mit der Torerzielung letztendlich strafbar. Unter anderem wurde auch eine Regellücke geschlossen. So wurde der Trick, mit dem man versucht, das Zuspiel des Torwarts zum Torwart beim Abstoß zu umgehen, als strafbar eingestuft. Dies ist neuerdings verbotene Spielweise, sprich ein indirekter Freistoß und gelb für den Verursacher dieses Tricks.